Bitte geben Sie acht, fummeln Sie nicht so rum, damit nicht die Tropfen dann hier hinten her auf den Mantel oder auf die Jacke oder so kommen. Das wäre natürlich nicht so. Wo haben wir jetzt? Wir werden es dann hier schon anzünden, bevor wir in den Wald hineingehen. Ach, er hat noch. Sehr schön. Jetzt am Sonntag wunderbar. Haben wir noch eine Frage? Ich nicht, immer noch nicht. Wir haben noch ein paar Minuten noch eben. Ja. Ja, perfekt. Also wir werden unterwegs vielleicht sogar noch anhalten und wandern. Das wird gut aussehen, wenn wir da rüberkommen. Ist der nicht kalt? Nee. Hatte ja vorher keinen Druck, also nicht nochmal gefragt, dann hatte ich einen ganz schicken Boden. Wir gehen jetzt hier rein, Moment mal, hier rein, ja, genau, so, jetzt ist leer. So, komm, machen Sie. Nein, hier, bei mir entlang. Moment mal. Ja? Das ist jetzt der Weg. Hier geht's. Er wollte los, die letzte Woche. Mein Licht. Ja, wir sind ziemlich schnell. Ich glaube, für die nicht so gut. Wir warten, aber wenn die Fackel dann auf. Nee, das sind liegende Fackeln, oder? Normalerweise müssten die weit über anderthalb Stunden brennen. Das ist eine Fackel, die auf dem Feld liegt da hinten. Ja. Ja, und das ist nicht gefährlich. Ach, so wie die. Ich stand auf meinem Tisch vor mir ein hoher Weihnachtsbaum und bunte Lichter ringsumher, die brannten ringsumher. Die Zweige waren allzumal von goldenen Äpfeln schwer und Zuckerpuppen hingen dran. Das war mal eine Pracht, da gab's, was ich nur wünschen kann und was mir Freude macht. Als ich vor dem Baume stand und ganz verwundert stand, nach einem Apfel griff ich da. Alles schwand. Da wachte ich auf aus meinem Traum und dunkel war's um mich. Du lieber schöner Weihnachtsbaum, sag an, wo finde ich dich? Da war es just, als rief er mir, du darfst nur artig sein. Dann komme ich wiederum zu dir. Jetzt aber schlag nur ein. Und wenn du folgst und artig bist, dann ist erfüllt dein Traum. Dann bringt dir der heilige Christ den Schuss.
schönsten Weihnachtsbaum. Hoffmann von Wallersleben. Super. Super. Sehr schön. Ja. Wer weiß denn noch 1818, ein ganz berühmtes Datum, wer weiß, was da geschehen ist? Da wurde ein Lied komponiert, das in fast allen Sprachen der Welt ist. Genau, richtig. So, so ist es. Hey, oh, richtig. Oh, ja. Das macht nichts, es ist wieder eine Therapiestunde. Ja. Der kann deine 3 Kilo ja. Soll noch mehr werden. Hast du es schon? Höhenangst. Ja. Na, da bleiben wir mal bei uns. Dann halt dich mal fest, hier wackelt es nämlich ganz arg. Ach komm, jetzt hör auf. Ha ha ha.